Anna Seidel gehört schon fast zum Vision Gold Inventar. Dreimal haben wir sie schon besucht. Zum ersten Mal im Herbst 2017 vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Damals hat sich die Shorttrackerin mit ihren deutschen Teamkollegen in den Niederlanden auf das große Ereignis in Südkorea vorbereitet. Einen deutschen Nationaltrainer gab es nicht. Mit 19 war sie so monatelang weit weg von zu Hause. Mittlerweile ist sie schon lange wieder zurück in Dresden, ihrer Heimat. Dort kann sie sich auch im Lockdown-Monat November gut in Form halten. Wir können zum Glück alles trainieren. Wir können aufs Eis gehen, wir können den Kraftraum trainieren. Wir müssen natürlich die ganze Zeit eine Maske aufhaben, wenn wir nicht aktiv laufen. Die Trainer haben auch die ganze Zeit eine Maske auf, aber das ist ja nun wirklich das geringste Übel. Ansonsten können wir eigentlich alle Sportstätten ganz normal weiter benutzen und das ist auch echt wichtig, weil wir eben auch sehen, dass teilweise die Konkurrenz das auch kann und da müssen wir natürlich dranbleiben. Dranbleiben, aber wofür eigentlich? Das fragen sich viele Sportlerinnen und Sportler in diesen Tagen. Trainieren ist für Top-Athleten sehr wohl möglich, aber internationale Vergleiche, sich mit den Besten messen, das ist aktuell in vielen Sportarten Wunschdenken. Die Wettkampfsaison ist für 2020 komplett abgesagt worden. Momentan ist es so, dass die EM, die im Januar stattfinden soll, um eine Woche nach hinten verschoben wurde. Die soll in Polen stattfinden. Die ISU plant derzeit auch noch, dass sie auch stattfindet. Für uns Sportler wäre das schon auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr wichtig, wenn wir auch wirklich mal einen Wettkampf bald hätten. Allerdings ist es immer noch ungewiss, ob das im Januar alles stattfinden kann. Sehr ungewiss mit Blick auf die Zahlen, die fast überall in Europa noch wenig Hoffnung auf Entspannung zulassen. Es ist für alle frustrierend. Im Fall vieler Leistungssportler fehlt in Corona-Zeiten das Wichtigste. Der Hauptgrund, warum sie sich im Training Tag für Tag quälen, der Vergleich mit Gleichgesinnten. Ja, die Situation ist auf jeden Fall nicht einfach und auch in einer gewissen Art und Weise natürlich nervig. Man trainiert für die Wettkämpfe und will dort seine Leistung zeigen und da kann das Training noch so gut laufen. Es kommt darauf an, was im Wettkampf passiert und wenn es die nicht gibt, dann ist das auch relativ schwierig, sich jeden Tag im Training bis an die Limits hoch zu pushen und alles zu geben. Es ist natürlich auch eine Frage der Motivation. Gerade am Anfang der Pandemie war das alles andere als einfach. Es gab dann auch teilweise Tage, da habe ich mich auch gefragt, boah, jetzt stehe ich hier wieder um 6 Uhr irgendwas auf und gehe aufs Eis. Aber wofür und wann kann ich endlich mal meine Leistung zeigen? Aber inzwischen haben wir eigentlich alle einen relativ guten Weg gefunden, damit umzugehen. Es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Und damit die Pandemie-Probleme der Leistungssportler nicht falsch verstanden werden, sie betonen alle, dass sie sich dem Ernst der Lage absolut bewusst sind und dass sie die meisten Maßnahmen nachvollziehen können und hinter den Entscheidungen der Regierung stehen. Aber ihr Sport ist für viele auch ihr Beruf, ihre Haupteinnahmequelle. Es geht für sie also auch wie für viele andere Selbstständige um Existenzen. Anna Seidel macht sich in diesen Zeiten auch einige Gedanken über ihren Sport hinaus. Ich muss zugeben, dass mich die Pandemie auch schon teilweise sehr mitgenommen hat. Man ist schon irgendwie innerlich aufgewühlt und auch ein bisschen unruhig. Nicht nur auf den Sport bezogen, auch als Mensch, als ganz normale Person. Aber ich glaube, da geht es gerade vielen so. Und das ist auch wieder eine Sache, die uns wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenschweißt als Gesellschaft. Die dreimalige EM-Bronzemedaillengewinnerin schaut gerne über den Tellerrand hinaus, interessiert sich nicht nur für die eigenen Probleme. Und sie macht aus der Not eine Tugend, nutzt die Zeit, die sie aktuell ohne Wettkämpfe mehr hat, für Familie, Freunde und gute Vorsätze. In meinem Fall ist es der Vorsatz, Spanisch zu lernen. Genau, das geht ganz gut voran und wahrscheinlich hätte ich da nicht so viel Zeit für, wenn keine Pandemie wäre.